Hallo und herzlich willkommen zu den Highlights der 6. Etappe der Vuelta Ciclista a Catalunya. Heute Morgen ging es um 12.40 Uhr los in Martorell, erst zweimal Austragungsort dieser Katalonien-Rundfahrt. 183,2 Kilometer standen auf dem Programm. Wellig. Es ging bergig los, dann wartete eine Sprintwertung auf die Rennfahrer und eine Bergwertung der zweiten Kategorie. Relativ spät, heute bei Kilometer 147. Und dann zum Ende noch einmal ein Zwischensprint, wo es 3, 2 und eine Sekunde Zeitbonifikation gab. Eine Spitzengruppe hat sich relativ spät absetzen können mit Verona, Gregar, Masnada, Velasco, Bouchard und Oscar Only. Hinten hat die Mannschaft von Brian Coquart viel gearbeitet. Der Franzose wollte heute also unbedingt einen Etappensieg holen. 32,8 Kilometer vor dem Ziel war es dann aber soweit, dass die Spitzengruppe eingeholt wurde. Velasco, der ja in diesem Jahr schon einen Sieg aus einer Ausreißergruppe bei der Valencia-Rundfahrt holen konnte, wurde ebenfalls gestellt. Genauso wie Bouchard von Ajudezer Citroën. Auch der Olympiasieger Richard Carapaz ist zurückgefallen. Das Tempo war dann hoch. Und dann griff Marc Soler an. Der Mann, der Fünfter war in der Gesamtwertung. Nur 1:50 Rückstand, zeitgleich mit Mikkel Landa, dem Viertplatzierten. Hinten, da hat man dann alles gegeben. Und dann war es Remco Evenepoel, 27,1 Kilometer vor dem Ziel. Er hat also die letzte Bergwertung genutzt, ist losgefahren. Und nur Primoz Roglic konnte also das Hinterrad des Weltmeisters halten. Das war das Duell. Nachdem sie bei der ersten Zeitbonifikation schon Punkte und Sekunden holten, Roglic 3, Evenepoel 2. Und der Spitzenreiter Marc Soler hat sich dann umgedreht, wurde von den zwei Verfolgern gestellt. Insbesondere hat Remco Evenepoel die Tempoarbeit gemacht. Roglic hat sich nicht beteiligt, ist nur am Hinterrad geblieben. Dann die Aufforderung vom Weltmeister, hey, come on! Aber Primoz Roglic hat gesagt, nein, er fährt nicht mit. Und dann hat hinten Bahrain Victorious noch einmal richtig Gas gegeben. Und die zwei Spitzenreiter, Roglic und Evenepoel, wurden wieder eingeholt. Die letzten 8,8 Kilometer, es ging also rein in den Zielort Molins de Rey. Und der Sprint wurde vorbereitet. Aber zuvor erst noch der zweite Sprint des Tages. Den holte sich Remco Evenepoel und dadurch 3 Sekunden Zeitbonifikation. Roglic 2, Marc Soler 1 Sekunde, der dadurch dann einen Platz in der Gesamtwertung gut machte und an Mikkel Landa vorbeizog. 5,1 Kilometer noch zum Ziel. Alle schauten sich ein bisschen an. Dann der Reifenschaden, 3,8 Kilometer vor dem Ziel von Caden Groves. Das war natürlich bitter. Der Mann, der ja schon eine Etappe hier bei dieser Katalonien-Rundfahrt gewinnen konnte. Tag Nummer 4. Er konnte sich durch seinen italienischen Teamkollegen aber wieder rankämpfen. Und das Feld ist um einiges kleiner geworden und fährt auf die 1,7 Kilometer lange Zielgerade. Ide Schelling eröffnet den Sprint an der ersten Position. Auch Brian Coquart mit dabei. Aber Caden Groves von Alpecin die König hat die Nase vorn, holt sich seinen zweiten Sieg in dieser Woche, der zweite Saisonsieg und insgesamt der 11. in seiner Laufbahn. Brian Coquart, auch in einer guten Position, kam diesmal ein bisschen zu spät, wollte nicht wieder zu früh im Wind stehen und wurde Zweiter. Dritter Platz, Ide Schelling von Boransgrohe. Auf der 4. Position Maxim van Gils von Lotto Destiny. 5. Evenepoel, 6. Kroon, dann Goudon, Konrad, Roglic und Finn Fischer-Black. Roglic bleibt im Führungstrikot, hat nach wie vor 10 Sekunden Vorsprung und neuer 4. Marc Soler, der also eine Position durch die Zeitbonifikation beim zweiten Sprint gut machte. Morgen die Abschlussetappe dieser Katalonien-Rundfahrt. Es geht also in Barcelona auf die Zielrunden, auf die schweren Zielrunden. Da ist also nochmal alles möglich. 135,8 Kilometer stehen also auf der finalen Abschlussetappe auf dem Programm. Und wenn die Jungs dann im Ziel sind, haben sie 18.000 Höhenmeter in den Beinen. Wir gucken aufs Profil. Also noch einmal viele Bergwertungen
am morgigen Tag. Das wird also nochmal was für die Kletterer. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie morgen wieder mit dabei sind. Bis dahin, adios.